Hallo Leute und willkommen bei einer neuen Panzervorstellung. Heute zu diesem Prachtexemplar hier, der Tiger II, Stufe 8 schwerer Panzer der Deutschen. Auch immer noch gerne Königstiger genannt, weil das seine inoffizielle Bezeichnung war, im Englischen Tiger Royal. Ein richtig schöner Panzer, mit dem ich jetzt endlich mein Panzerhaus habe. Ich bin noch dabei, ihn hoch zu grinden. Wenn wir ihn einmal im Baum angucken, dann sehen wir bei dem deutschen Baum hier, er ist der Stufe 8er Panzer hier. Vor ihm kommt der Tiger 1 und der VK3601H. Zu beiden habe ich ja schon Panzervorstellungen gemacht, die ihr auf meinem Kanal finden könnt. Und der Tiger 1 war schon ein sehr guter Panzer, der viel Spaß gemacht hat. Der Tiger 2 setzt das noch ein bisschen besser fort. Und er hat ab der Stufe hat man die Eigenheiten, die für diese beiden Panzer hier typisch sind und für was die Reihe eigentlich jetzt richtig schön macht. Er hat eine richtig gute Turmpanzerung. Man sieht das bei diesem Turm hier. Man sieht auch die unterschiedlichen Werte dabei. Der Punk fängt an auf der Stockpanzer mit dem Turm, der vom eigentlichen Tiger mitkommt, so ähnlich zu dem ist, mit einer Panzerung von 100. Der verbesserte Turm hat eine Panzerung von 185 nach vorne. Designtechnisch erkennt man den besseren Turm, also auch für diejenigen, die etwas wissen möchten, was man gegen diesen Panzer machen kann. Wenn er diese Platten hier drauf hat, dann hat er den verbesserten Turm. Dann kommt ihr da von vorne nicht durch. Hat er diese Platten nicht, könnt ihr ihm hier drauf schießen und er hat nur eine 100er Panzerung. Da kommt ihr leicht durch. Ansonsten hat er, wie jeder Deutsche, hier oben eine kleine Kommandokapola, durch die man durchkommen kann, die auch nicht weltbewegend gut davor angewinkelt ist, sondern wo man halt drauf schießen kann. Wenn er den besseren Turm hat, ist er hier oben gut gepanzert, unten gute Panzerung. Mit 150 an sich, vom Werten her nicht so gut, aber dafür ein bisschen stärker angewinkelt, das heißt, die ist eigentlich sehr solide. Soweit ich weiß, ist die MG hier ein Schwachpunkt und wie jeden deutschen Panzer kann man, wenn er über eine Hügelkuppe oder so, das kommt hier unten gut drauf schießen. Also wenn ihr entweder selbst ein bisschen flach seid und ihr schon von weit unten schießt, zum Beispiel einige TDs, die das haben, oder wenn ihr, wenn er über eine Hügelkuppe fährt, einmal hier unten schön rein, da ist er nicht gut gepanzert. Aber was ihn sehr, sehr schön macht, ist seine Gun. Stufe 9er Gun, die wir uns hier freigemacht. Mittlerer Durchschlag 225, mittlerer Schaden 320, das ist eine sehr schöne Gun. Macht viel Spaß, die 105mm KWK L68. Bis man sich die bei ihm freischaltet, ist es ein bisschen frustrierend. Man fängt, glaube ich, mit der hier, man nimmt diese Gun hier vom Tiger mit. Da hat man ja die 8 cm KWK, für die die deutschen Panzer so berühmt geworden sind und die man auch dort überall hat. Und man merkt da den Unterschied zu dieser hier. Auf dem Tiger ist das hier eine geile Gun. Die macht viel Spaß gegen auf Stufe 7, gegen andere Stufe 7 Gegner, super. Mit dem Ding aber auf Stufe 8... Er schießt zwar recht zügig, aber der Durchschlag fehlt ein bisschen. Also er ist gut, aber er fehlt halt ein bisschen was. Und der Schaden ist auch nicht wirklich hoch. Besser wird es, sobald man die zweite Gun bekommt, weil da hat man 320 pro Schaden. Und da merkt man wieder so den Sprung. Um auf der Stufe Punkte zu machen und genug Schaden zu machen, hilft die gut weiter. Und das letzte Ding hier gibt dann wieder einen Sprung im Durchschlag, den man eigentlich wohl braucht. Bisschen bessere Genauigkeit. Feuerrate ist nicht mehr allzu hoch, also er lädt damit schon recht lange nach. Man kommt so, also er ist standardmäßig bei 5,77, wird zu der Gun gesagt, wenn man dann Ansetzer mit drin hat und die Effekte von Commander mit bedenkt, dann kommt man so auf gut unter, knapp unter 10 Sekunden pro Nachladen, das ist okay. Aber damit ist er gut ausgerüstet. Ich persönlich habe ein bisschen Probleme mit ihm noch, so richtig gute Matches hinzubekommen. Ich kriege häufiger gute durchschnittliche Matches hin. Aber oft sind meine Runden auch vom Team abhängig, und ich hatte in letzter Zeit einfach immer ein Kack-Team, was dann halt sehr frustrierend ist. Ansonsten, was kann man über ihn und Crew sagen? Ich habe mich hingestellt, ich habe beim Tiger schon meine Crew trainiert und am Ende vom Tiger war ich so weit, dass ich Sechster sinnvoll hatte. War es schon zum Tiger hin? Nee, ich glaube, am Ende vom Tiger 1 habe ich Sechster sinnvoll fertig gehabt, sodass ich bei ihm hier dann Sechster sinnvoll nutzen konnte und habe als Zweites mit Waffenbrüder angefangen. Bei allen anderen gehe ich hier auf Reparieren. Denn er ist ein Heavy Tank, wenn bei ihm mal Dinge kaputt sind und er auf der Stelle steht und von oben eine Arti draufballern kann, nicht so schön. Und gerade beim E100 will ich eigentlich auf vielen Reparatur voll haben. Und man hat immer noch ein paar andere Möglichkeiten, die interessant sind. Ich fände hier zum Beispiel Genauigkeit bei Turmdrehung interessant, das hilft weiter. Es gibt beim Commander die Möglichkeit, beim Schützen irgendwo Module besser zu treffen. Man hat beim Fahrer Möglichkeiten für Geschwindigkeit und solche Sachen. Also was heißt Geschwindigkeit? Fahren wie auf Schienen wäre interessant, wenn man häufig während der Fahrt schießt. Ansonsten erhöhte Wendegeschwindigkeit kommt ihm entgegen. Weil Höchstgeschwindigkeit mit 38 km/h ist okay, da gibt es deutlich langsame Heavys. Wendegeschwindigkeit mit 28 ist soweit auch vollkommen okay, genauso wie Turbo mit 24, aber ein bisschen mehr ist halt ein bisschen besser. Auch interessant ist, was ich mir als nächstes holen werde, ist hier bei dem Kollegen eine sichere Ladung.
wird erst, wenn man auf 100% ist, wirksam, was halt ein bisschen unpraktisch ist. Aber wenn man das voll hat, und ich habe die Hoffnung, das noch am Anfang voll zu bekommen, wenn ich bis ich beim EN100 bin und dann weiter trainiere, dann hat man nicht so oft Munitionstreffer, denn das passiert bei den Deutschen doch recht oft, weil die Munitionslager, glaube ich, hier hinter liegt. Oder war das der Motor 1 von beiden? Liegt auf jeden Fall was Uncooles. Ich glaube, der Motor war's. Sonst war ich noch dazu sagen, seine Sichtweite mit 390 durchschnittlich, aber nicht gut genug, dass ich sagen würde, es lohnt sich, die zu pushen, um damit aufzudecken. Ich fahre ihn mit Lüftung, Ansetzer und Waffenrichtantrieb. Deswegen, weil ich den Waffenrichtantrieb von den vorherigen Panzern mitgenommen habe. Er kann auch einen verbesserten, einen vertikalen Stabilisator Stufe 2 bekommen. Der ist besser. Den würde ich auch jedem empfehlen. Der Waffenrichtantrieb wirkt zwar auch zwischen den Schüssen, aber oftmals bewegt man sich bei der Nachladezeit zwischen den Schüssen. Das heißt, man bewegt auch ein bisschen den Turm und dann ab dann gilt, der Waffenstabilisator setzt auch ein und da sind 20% Genauigkeit einfach besser. Da er aber 600.000 kostet, habe ich halt einfach gesagt, so, okay, ich bleib erst bei meinem Waffenrichtantrieb und werde dann beim nächsten Mal umsteigen, wenn ich das Geld über habe, mir den holen. Denn der Ansetzer, der Waffenrichtantrieb ist soweit auch eine gute Sache, kann man sich nicht beschweren. So vielleicht, was könnte man sonst noch haben? Man könnte einen Splitterschutz, er ist mit 71 Tonnen unheimlich schwer und die nachfolgenden Panzer werden auch immer schwerer. Und gerade dann kann man überlegen, Splitterschutz bietet Schutz vor Explosionen und Rammschaden. Explosionen sind für ihn ein Problem, denn Arti ist was sich natürlich denkt, langsamer, schwerer, heavy, bumm, hilft das gegen. Und Rammschaden, man kann, wenn man will, mit ihm auf Ramm gehen, kann er beim Fahrer noch ein Skill für Ramm holen. Das ist machbar, die Geschwindigkeit ist dafür gut genug, wenn man an sowas Spaß hat. Man könnte auch eine Werkzeugkiste mit reinnehmen. Wäre halt eine denkbare Möglichkeit. Ich würde Ansetzer und Lüftung auf jeden Fall und eigentlich halt den Vertikalstabilisator, könnte man halt überlegen, dann eins davon rauszunehmen für eine Waffenkiste zum schneller reparieren, weil man häufig getroffen wird. Ich würde aber halt sagen, eigentlich ist das Dreier-Setup die beste Wahl. Ja, ansonsten hier unten, hier die Standard-Equipment. Man kann ab da anfangen zu sagen, ich nehme einen verbesserten Feuerlöscher. Wenn man davon welche auf Lager hat, ich habe gerade 10 Stück da, weil man die für Gold, für Silber kaufen kann, wie ihr dort seht. Das ist natürlich praktisch, wenn man das für Silber bekommt und sich denkt, okay, ich brenne nicht allzu oft, möchte aber die Chance, den Brandschutz zu erhöhen, nämlich 10%, möchte ich nutzen, ist durchaus eine clevere Idee, die man machen könnte. Man kann auch dann eine bessere Ersatzteilkiste, da die schnellere Modulreparatur gibt, aber wenn man die einsetzt, ist es natürlich teuer. Deswegen setze ich sowas noch nicht und man kann hier oben auch Schokolade mit reintun, die hat man bei Halloween viel bekommen, also wer Schokolade gesammelt hat über Halloween, hier bei den Deutschen kann man die einsetzen. Ja, so viel zu den Werten. Ich will heute nicht allzu viel über die Werte reden, denn ich möchte euch noch 2 Runden zeigen von ihm, wo man sieht, was er wohl so kann. Ich hoffe, ich zeige das damit ganz gut. Wie gesagt, ich habe noch ein bisschen Probleme damit ihn zu fahren, aber ich finde ihn einen sehr schönen Panzer. Habe noch gut was an Grind vor mir, noch ungefähr 90.000, die mir hier fehlen. Aber dürfte nicht mehr allzu lange dauern. Macht Spaß, führt zum E75 oder zu EM100, ist eine gute Wahl und ist ein Panzer, dem ich, wenn man eine Geduld hat, sich bis dahin durchzubauen, nur empfehlen kann hier. Tja, damit gucken wir uns mal ein paar Replays an. So, hier sehen wir uns wieder mit dem Tiger 2 auf Karelien. Damals hatte ich die Statistik noch nicht oder die ganzen Mods noch nicht mit drin, sodass man dort halt die Werte nicht gesehen hat. Und jetzt im Nachhinein auch nicht sieht, aber wir können es halt trotzdem im Replay nutzen, um Sachen festzustellen. Man sieht auch, wie weit meine Sichtweite hier geht. Die geht nicht an die Maximalsichtweite, die man erreichen kann, ran. Ist also nicht so weltbewegend viel, aber brauche ich ja nicht so dringend. Und ich setze hier erstmal ein Stück zurück. Gucken, was so passiert. Habe ich vor, zum Kreisel zu fahren. Oder zum Donut, wie ich ihn gerne nenne. Ich werde aber im Leben nicht hochkommen, aber ich möchte gerne da unten. Ja, da unten kämpfe ich lieber als oben auf freiem Feld. Wir haben zwar keine Arti, aber ich fühle mich da unten trotzdem meistens wohler. Das heißt, wir haben keine Arti, beide Seiten haben keine Arti. Das ermöglicht es, hier oben sicherer vorzugehen, weil sonst hat man hier oft Arti-Probleme. Aber ich wollte nicht hoch. Wir sind hier im Tier 9er Match. Bei uns ein E-75, ein Lorraine und ein Jagdtier. Beim Gegner einen Leopard PTA, ein M46 Patton und ein T54. Was bei denen mehr Mediums heißt, eigentlich erwarte ich, dass die auf den Kreisel donnern. Und da sieht man auch schon T54 und T44, die da hochfahren und Leopard PTA hinterher. Für uns jetzt keine so gute Startbedingung. Und ich denke mir, okay, wo will ich hier hin? Möglichkeiten, ein Tiger ist schon da vorne. Wird aber wohl nicht so viel aushalten. Der Patton ist unten stehen geblieben. Und wir hauen erstmal einen schönen ersten Treffer rein. An der Stelle, also wir können mit der deutschen Reihe gut auf Distanz schießen. Wir haben eine gute Genauigkeit. Und die IS-6, dort treffe ich auf. Da ist Glück, dass ich durchschlagen habe. Die hat eigentlich eine gute Panzerung. Aber auf die Distanz können wir hier arbeiten. Und können dann unsere Panzerung zum Vorteil nutzen, dass wir auf die Distanz durchschlagen können. Die bei uns eher weniger.
Leider sind aber halt währenddessen 4 Panzer vom Gegner hoch und der Patton mit APCR-Goldmunition kommt natürlich durch. Da habe ich an der Stelle so gesehen ein Problem, denn gegen einen Stufe 9er, der mit Gold schießt, kann ich halt nichts machen. Finde ich persönlich ein bisschen übertrieben. In einem Match, wo man Top-Tier ist, mit Goldmunition um sich zu schießen gegen Panzer, die 1 bis 2 Tiers unter einem sind, da sollte man, wenn man ein bisschen weiß, wie man schießt, auch so durchkommen können. Problem ist natürlich, der IS-6 steht da jetzt hinter dem Wrack, da kommen wir kaum durch. Unser E-75 ist mit da, der da für uns den Angriff tragen kann, hoffentlich. Der sich da auch sehr schön anwinkelt, wie man sieht. Und ich donner nach unten durch, um halt in ein Gebiet zu kommen, wo ich vorrücken kann, was machen kann. Kann dem T-44, konnte dem T-44 einen mitgeben, hab damit schon mal 1000 Schaden zusammen, was soweit schon aussah, das war okay. Ist ganz gut. Verspricht, dass das Match, wenn es so ein bisschen läuft, was hergibt. Und ich fahre hier extra unten, damit ich halt ein bisschen flankieren kann, ein bisschen was machen kann, dass wir die da oben irgendwie wieder rausbekommen. Leider reicht da meine Gun Elevation nicht, um an den kleinen Scheiß heranzukommen. Man sieht, wie dass ich es irgendwie probiere. Oh, krieg dafür vom T-44 von oben auch noch eine. War halt ein bisschen problematisch, dass ich die Waffe nicht hoch genug bekommen habe. Aber jetzt stehe ich so, dass ich halt gucken kann, sobald da was auf mich drauf schießen. Sichtspiegel erwischt, sie schießen wahrscheinlich oben auf meine Kommandobrücke. Das ist aber für mich noch nicht so schlimm. Die ist zwar kaputt, aber wie gesagt, ich arbeite ja nicht mit meiner Sichtweite, daher ist das nicht so hart für mich. Ich hoffe eher, dass da gleich nochmal jemand gucken kommt. Ansonsten fahre ich hier erstmal weiter. Der Fels hier rechts ist für mich ein guter Freund, weil er mich gegen die beiden, die hier hinten stehen, abschirmt. Und dafür sorgt, dass ich halt schön auf den schießen kann. Und auch ich sehe gerade auch, der T-44 hätte mit Gold geschossen. Also ich... Ah, guter Stufe 8er. Ist ein 8er ein bisschen übertrieben eigentlich noch, aber machbar. Der T-54 ist da ein bisschen fairer und schießt wenigstens mit AP. Und man sieht auch, der ist bei mir damit durchgekommen. Weil man halt wahrscheinlich die Chance bekommt, um meine Bodenwanne von der Seite reinzuschießen und halt einen guten Durchschlag hat. Aber wir müssen die da oben aus diesem Donut irgendwie rausbekommen. Sonst haben wir keine Chance, das Spiel hier zu gewinnen. Und ich habe fast zu viel... ich habe mehr Schaden als Lebenspunkte. Ich bin also mit dem Match zwangsweise zufrieden für mich. Und bin bereit, mich hier auch durchaus mal zu opfern, um damit das Team die da oben rausbekommt. Und ich treffe ihn auch nochmal. Man sieht ja, der hat nicht besonders viel Panzerung. Da kommen wir gut durch. Aber die müssen da halt weg, sonst hat das Team kaum eine Chance. Man sieht ja, dass von uns der E-75 da mittlerweile auch hochfährt dafür. Der Leopard winkelt da oben gut an. Das macht es in dem Moment für mich schwierig. Also Leopard ist schon ein bisschen bouncy. Aber wird halt auch noch das Problem, dass von der anderen Seite jetzt auch welche kommen. Ich hoffe einfach, dass er irgendwann gezwungen ist, zurückzusetzen. Aber das Team ist schneller. Die IS-6 ist da vorne natürlich noch. Die muss irgendwie noch raus. Und ich denke mir jetzt, okay, wir gehen hier über die Kante und das ist riskant, wie man sieht, weil da der KV-4 noch kommt. Und wenn der meinen unteren Boden an erwischt, habe ich ein Problem, aber ich kann ihm schön eine oben reingeben. Man sieht, wir haben hier guten Durchschlag mit auf der Stufe und machen aber damit richtig Spaß gegen sowas. Und ich hoffe einfach mal, dass wenn wir hier rumfahren mit denen, die da gerade wieder runterkommen, mit denen ich mich da zusammenschließen wollte, dass wir die IS-6 einfach umrunden können und dann für Glück haben, ihren Rücken erwischen. Aber sie hat sich scheinbar schon zu denen umgedreht. Ah, gucken wir, dass wir den KV-4 erwischen können. Schneller Schuss, diesmal kommen wir damit nicht durch, aber ich lade, glaube ich, schneller nach als er. Von daher kann ich das entspannt angehen. Versuch's oben an diesem Ding drauf. Nicht jeder Panzer kann das. Und jetzt drückt mein Team da auch vorbei. Mit der dem Super Pershing zum Beispiel oder mit der IS-6 habe ich keine Chance. Oder mit Charlie komme ich, also gerade Charlie habe ich das ein paar Mal probiert und ich komme da oben einfach nicht durch. Ich bin immer mit Wu zusammengefahren und sind an der KV-4 vollkommen gescheitert. Sieht, die IS-6 hat uns jetzt umrundet. Und ich würde halt gerne, also A, die KV-4 muss weg, okay. Dann gehen wir jetzt halt mal runter, kümmern uns um die IS-6, haben 2870 Schaden, bin damit vollkommen zufrieden, sehe aber auch, okay, die kommt wieder hoch. Team hat umgedreht, umrunden wird wohl ein bisschen überflüssig, die werden die vorher kaputt haben. Fahren wir also doch mal oben rum. Na, und dann zieht sie sich doch wieder zurück. Und mit dem T-25-2 aus zwei Richtungen bekommen wir sie auch und ich muss nicht unten durch den Mod. Durch den Sumpf, wo ich langsamer bin, sondern kann ich hier oben rum, wo ich zumindest schneller fahre. Weil massig Geschwindigkeit habe ich ja nun mal nicht. Da ist sie. Und, er ist schneller. Schade. 2 IS-3 sind da oben noch. Ja, ich wage es überhaupt nicht. Kann beschleunigen, weil es nicht mehr so spannend wird. Wir können jetzt halt auch in Cap reinfahren. Die werden die IS-3 da oben. Und vielleicht komme ich noch ein, zwei Punkte, aber wahrscheinlich verstehe sie ab. Haben wir 2870 einen guten Schaden, mit dem ich vollkommen zufrieden bin. Und zeigen, ich spreche jetzt nochmal ins nächste Replay, denn das ist mein Panzer-Ass. Und da sehen wir dann noch ein bisschen mehr dazu, wie viel Glück man mit diesem Panzer haben kann und wie gut das dann läuft. So, da sind wir auf Flugplatz. Wie gesagt, mein Panzer-Ass in dieser Runde, das sind die einzigen beiden Replays, die ich mir bisher mit ihm gespeichert habe, weil ich noch keine so guten Runden mit ihm hatte. Ich habe das ähnlich wie beim Tiger 1. Am Anfang fuhr er sich nicht so gut.
Einfach weil ich halt Zeit brauche, also ich lange Zeit brauche, um mich hineinzufinden und mich gute Runden zu produzieren, wo ich sage, die Runde war nicht nur gut, sie war wirklich gut. Es war nicht so ein, okay, es war eine solide durchschnittliche Runde, die mir, der ich die 2000 Scheine gemacht habe, vollkommen zufrieden bin, sondern so richtig geile Runden. Und das, da fehlt mir so vom Gefühl her noch ein bisschen was, dass ich sage, mit den Runden, da habe ich genug zwischendurch, dass ich zufrieden bin. Häufiger hat man mit diesem Panzer immer noch das Problem, dass Gegner einen doch zerlegen. Wir sind hier im Stufe 9er Match mit vielen Tier 9ern. Zum Glück unser Team ein bisschen mehr als beim Gegner. Das hilft ein bisschen weiter. Dafür haben die dann, glaube ich, ein Tier 8er mehr oder so als wir. Irgendwo gleicht es sich immer wieder aus. Und oftmals habe ich es dann noch mit diesem Panzer, obwohl er gute Panzerungswerte hat, dass man durchaus zerschossen wird. Weil, also historisch gesehen, im Zweiten Weltkrieg war der Königstiger Artikel 2 der Panzer schlechthin, was Werte anging. Aber da muss man halt auch bedenken, was die Gegner währenddessen auf der Zeit hatten. Und das waren halt meistens Tier 5 und Tier 6 Panzer. Also der Tiger 1, als er das erste Mal gefertigt wurde, war sein Standardgegner der M4 Sherman. Da kämpft dann Stufe 7 gegen Stufe 5 Panzer. Das ist auch klar, warum die Gegner viele M4 Shermans brauchten, um damit was zu reißen. Ähnlich hat der Tiger es auch. Die Gegner, die er hier sieht, hätte er quasi in echt nie gesehen. Weil die deutsche Produktion oder Technikproduktion da ein bisschen voraus war ihrer Zeit. Aber wir sehen jetzt hier erstmal, wie der Kampf hier läuft auf Flughafen. Ich fahre in die Richtung, die ich häufig fahre, nämlich hier auf die Spitze dieses Punktes hier ist, wo man sich dann trifft. Ich fahre hier ein bisschen nach außen, weil wir sehen, da links sind welche und die müssen weg, sonst decken die uns immer wieder auf. Und die entsprechend halt versuchen, irgendwie ranzukommen, ob ich davon irgendwo irgendwas mal treffen kann. Auf Distanz hat der Tiger anderen Heavys gegenüber Vorteil, auch wenn ich da jetzt verschossen habe, denn er hat auf Distanz eine gute Genauigkeit. Russen zum Beispiel werden da sehr, sehr neidisch drüber, die können das nicht. Und zu meinem Glück donnert der jetzt vor, sodass wir ihm schön einen in die Seite mitgeben konnten. Leider niedrig gewürfelt dabei und nicht so viel Schaden gemacht, wie der Durchschnitt hergibt. Aber dann sieht man hier noch den T-44 hinterher und auch da direkt mal rein. Da haben wir gut gewürfelt. Das ist schön. Also durchschnittlich 320. Da sieht man dann halt den Sprung von 299 zu 200 was. Und ich halte einfach nochmal drauf. In der Hoffnung, dass er zwar verdeckt ist, aber vielleicht noch dunkel genug, um die Ecke zu gucken. War ja aber nicht. Schade drum. Aber heißt dann auch wir weiter vor. Einen der beiden Scouts sind wir mal losgeworden. Der zweite werden wir warten müssen, bis er herumkommt. Aber wir haben auch einen Comet da, der und einen T-71, der sich mit denen anlegt. Sollten das eigentlich gleich schaffen. Dessen gucke ich mal, wir haben da eine IS-8. Und IS-8 ist kein schöner Gegner. Und man sieht halt auch Waffe runterbekommen. Gun Depression ist nicht die beste bei den Deutschen. Neben uns haben wir, was haben wir da eigentlich? Neben uns ein E-75 oder ja. Der sieht uns sehr ähnlich. Also vom Ausbau her sind die sich da doch recht gleich vom Aussehen her. Ich finde auch, das sieht ehrlich gesagt cool aus. Man sieht auch, der E-50 hat die größere Kanone. Aber so vom Aufbau her recht cool. Ich finde das Aussehen der deutschen Heavy, das ist da schon echt schick. Das hat was. Es wird dann hinterher mit dem E-50 nochmal eine Nummer cooler. Und man sieht halt, wie unser, was ist T-34, da, ich glaube, es war ein T-35, oder? Ja, ich sehe es jetzt auf die Schnelle, ich bin ganz hin und her gesteuert. Ich habe entweder T-34 oder T-32. T-29 sogar. Okay, der Vorgänger vom T-32. Ich hätte das auf einen höher geschickt. Aber als Tier 7er hat er sich diesen Match auch schwer. Und da sieht man der T-44 Stand immer noch. Aber er steckt gerade fest. Und ich, gut, 4 Schadenspunkte, aber ich klaue mal den Kill. Und vor uns haben wir einen M103, der Stufe 9er der Amis. Das ist eine größere Gefahr. Deswegen lieber auf sowas. Leider nur kritisch, dürfte aber damit den Commander oder sowas rausgeschossen haben bei dem T-25-2. Und da ist der M103. Und wenn ich jetzt ein bisschen schnell bin... die obere und nicht die untere Bodenwand erwischt. Das ist ärgerlich. Hätte vielleicht auf den Turm schießen sollen, weil er nicht in meine Richtung geguckt hat. Aber er versucht es nochmal. Das heißt, wir können es gleich auch wieder probieren. Er haut wieder ab. Turm, Bodenwand. Ich entscheide mich für Bodenwand und ich komme durch. Sehr schön. Also man hat halt dadurch gesehen, wie ich da überlegen war, wohin gehe ich, wo habe ich bessere Durchschlagchancen. Aber wir schlagen uns hier mit dem Tiger 2 soweit ganz gut. Kam von unten nochmal durch. Haben jetzt auch schon wieder 1600 Schaden. Haben unseren Lebenspunkt überstiegen. Und... es war ein Match, wo ich soweit mit zufrieden war, da ich halt, wie gesagt, oft auch Matches hatte, wo ich ärgerlichere Runden habe und man sieht, der kam eher auch bei uns durch. Wo ich halt irgendwie früh aufgeraucht wurde, weil der Tiger 2 sich nicht wie nach vorne stürzen kann, wie zum Beispiel die IS-6, die ich ja auch fahre, es kann, oder ein Super Pershing oder hinter auch die IS-3. Da die Panzerung zwar gut ist, aber die Anwicklung der Panzerung an einigen Stellen nicht so gut und der Nahkampf den Russen dann durchaus mal unterlegen ist. Oder halt, wenn er hier gegen den Stufe 9er antritt, alleine auch wenig Chance hat. Man sieht vor uns, der E-75 winkelt halt auch gut an und holt ihn damit da raus, sonst hätten wir hinterherfahren können, das zu unterstützen. Und wir sehen, da hinten ist ein Waffenträger auf Jagdpanzer 4 und eine IS-3. Der Waffenträger schreit schon wieder rum, beschwert sich schon wieder, deswegen finde ich es besonders schön, wenn wir an den rankommen können. Und man sieht, er schießt auch auf uns.
aber verfehlt uns. Wir konnten währenddessen den IS-3 uns da einfach mal abgreifen, dann einen Kill mitnehmen und sehen ihn da hinten und boom, kriegen auch den. Sehr schön. Haben damit einen guten Schuss gemacht. Wir sehen leider nicht, wie viel Schaden das war, glaube ich, weil er nicht aufgelegt war. Haben aber halt noch einen Kill mehr. Sehen vor uns den Tiger 2 auftauchen. Da sieht man, also man sieht zum einen im Chat noch, wie er da Jaja Kampftiger schreit, Königstiger schreit, weil er halt frustriert ist, dass er erwischt wurde. Man hat auch gesehen, ich habe bei dem Gegner im Endeffekt hier oben auf die Kommandoluke gezielt. Da kann man halt durchkommen und mit deutscher Genauigkeit haben wir da halt mal schön durchgeschossen und da haben wir halt auch den zerlegen können. Und ich glaube, genau, jetzt halte ich kurz an und schreibe noch einen dummen Spruch zurück, weil ich vermute, dass der Waffenträger auf Ehren-100, auf Panzer-4-Fahrer deutschsprachig war, weil er Ja-Ja geschrieben hat. Und wir wissen ja alle, Ja-Ja heißt leck mich am Arsch, also hau ich ihm das eiskalt zurück um die Ohren. Ein bisschen frech bin ich bei sowas dann, wenn Leute mir da Sachen schreiben, wo ich mir denke, natürlich, man ärgert sich, wenn man zerschossen wurde. Und er haut dann zurück, danke, du stinkst. Das ist ja ein bisschen frustrierend, aber ich habe da noch einen erwischen können beim... bin jetzt bei 5 und versuche den AT-7 noch zu bekommen, aber da fehlt mir die Winkel und bin ein bisschen zu langsam. Schade drum. Würde gerne den T-30 noch bekommen, wenn ich das schaffe. Und sag halt, während ich fahre, hau weiter durchsprechen. Also wenn man mich herausfordert, gebe ich das doch zurück und denke mir jetzt an. Ich hätte warten können, um den Kill abzustauben, habe aber lieber geschossen, bevor es irgendwann gar keinen Schaden mehr gibt. Haben damit 3000 Schaden. Das Match hat sich nicht wie ein Panzerass angefühlt bis dahin, fand ich. Also es war nett, es hat Spaß gemacht, aber es war gefühlt kein Panzerass-Match. Ich war ein bisschen überrascht, dass es so viele Punkte gab. 3000 Schaden ist sehr solide mit diesem Panzer. Oft komme ich auch nicht über solche Werte hinaus. Hab, glaube ich, wenig Aufklärungsschaden gemacht, haben aber gut was weggesteckt insgesamt. Viele Schüsse, die auch vorbeigingen, gut, hier auch was eingesteckt da unten mit den dreien, aber ging also. Wie gesagt, mein Fazit zum Tiger 2, er macht Spaß, er ist ein guter Panzer. Bei mir, ich persönlich brauche aber recht lange, um ihn durchzukommen, weil ich halt auch häufig noch Runden dazwischen habe, die frustrierend sind, weil es nicht so gut läuft. Und er dann alleine, wenn er irgendwie alleine gegen Gegner antritt, durchaus auch mal von zwei locker auseinandergenommen werden kann, weil seine Panzerung halt nicht dazu ausgelegt ist, Massen an Gegnern wegzubashen. Oder wenn man halt das Pech hat, dass die Gegner einfach wie der T-44 mit Goldmunition schießen, dann hat man halt da einfach Probleme. Aber es ist ein guter Panzer, ein Panzer, der Spaß macht, oder ein Panzer, den ich jedem von euch nur weiterempfehlen kann, ihn zu spielen. Ich hoffe, ihr konntet mit den Replays einen Eindruck von ihm bekommen, ob ihr euch selbst für ihn interessiert. Wenn ihr noch Fragen zu ihm habt, es gibt unten die Kommentarsektion, lasst es mich wissen. Ich stehe immer gerne bei Fragen zur Verfügung. Und ich hoffe, man sieht sich bei einem meiner nächsten Videos. Bis dann, Leute. Macht's gut.